Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Zu Let's Play Minecraft vor allem. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, unseren neuen Standort begutachtet und ein wenig angefangen, dort zu bauen. Ich glaube, die Folge habt ihr sogar letztens, also jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Glaube ich. Ich muss mir gerade mal überlegen. Außerdem müssen wir hier die Shader ausmachen. Ich glaube schon. Die Folge habe ich eine ganze Weile nicht hochgeladen, weil dann auf einmal das Let's Build da war. Und ist auch gut, dass ich das in dem ganzen Zeitraum nie angesprochen habe. Aber während Let's Build-Projekte kommen, kommt kein Let's Play Minecraft. Also es gibt sozusagen, wenn man sich das in Blöcken vorstellen möchte, gibt es auf meinem Kanal einen Minecraft-Block. Also halt sozusagen jeden zweiten Tag, theoretisch. Oder halt wie es passt von der Videoproduktion her. Und das ist entweder das Let's Play oder das Let's Build. Das ist nicht beides. Ich möchte nicht, dass Minecraft meinen Kanal überflutet. Ich möchte immer nur ein aktives Minecraft. Also ich will nicht, dass... Ne? Es gibt immer eins von beiden. So, je nachdem. Und wenn ich halt gerade kein Videomaterial fürs Let's Build mehr habe, kommt das Let's Play wieder. So, das ist so ein bisschen das, wie ich das jetzt durchziehen möchte in der Zukunft. So, der Grund dafür, dass wir uns diese sehr, sehr lange Strecke hier nochmal vornehmen, ist, ich habe ein paar Fragen bekommen in der Zwischenzeit, denn ich bin mittlerweile tatsächlich mit meinen Klausuren durch, also zumindest mit denen, die ich bestanden habe. Ich habe dann nächsten Monat nochmal die Gelegenheit, die ein oder zwei, also bei einer Klausur fehlt mir das Ergebnis noch, da weiß ich nicht, ob ich die bestanden habe, aber ansonsten die eine andere, die muss ich nochmal wiederholen, die habe ich ein bisschen verkackt. Wer kann denn noch ahnen, dass der Prof will, dass man seine Vorlesung einfach auswendig lernt? So, naja, egal. Soll euch gar nicht interessieren. Genau, und im Prinzip bin ich jetzt erstmal durch mit meinen Klausuren. Und das heißt, ich habe jetzt auch wieder den Kopf frei, um generell aufzunehmen, was ganz schön ist. Und insofern, Minecraft Let's Play, hier ist es wieder. Ich freue mich. Ich habe nämlich schon, also die eine Folge, die ihr noch gesehen hattet, die war noch von während der Vorbereitungszeit, hat man glaube ich auch gemerkt, da war ich immer noch ein bisschen geistig abwesend. Ich glaube, ich habe mich in der Folge sogar noch mal extra dafür entschuldigt, dass ich es bin. Aber es ist halt das Problem, wenn man immer noch irgendwas anderes im Kopf hat. Und jetzt kann ich sozusagen frei von der Leber weg hier aufnehmen, was total super ist. Und ich möchte auch direkt schon zur ersten Frage kommen. Wie gesagt, ich habe ein paar mehr bekommen. Ich glaube, zwei oder drei. Und zwar von Lasse, der da fragt, beziehungsweise sagt, rede doch mal über Handyspiele, welche du so aktiv oder nicht spielst. Und das möchte ich ein bisschen erweitern, denn ansonsten hätte ich da nicht so wirklich viel drüber zu reden. Und zwar möchte ich erweitern auf, also hier gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte erweitern auf, ich stelle den Antrag auf Erweiterung, auf Handy und Browser Games. Und jetzt einmal ganz kurz angemerkt, ja, ich habe hier ein bisschen mehr gemacht, aber ich habe wirklich nur halt unsere Grundlage erweitert. Ne, die Stadt soll komplett bepflastert sein und insofern brauchen wir halt Bepflasterung, das macht Sinn. Hier habe ich nicht so viel gemacht, ein bisschen was habe ich verändert, einfach damit uns der Einstieg jetzt erleichtert ist. Und übrigens haben wir die Fahrt unter anderem auf uns genommen, weil ich ein paar Sachen mitgenommen habe, von denen ich glaube, dass wir sie auf Dauer ganz gut gebrauchen können. Und auf den Track, ich müsste den vielleicht echt mal rausschmeißen. Der dröhnt einen echt immer ein bisschen um die Ohren. So, ich habe hier generell noch ein paar Sachen mitgenommen, einfach weil man sie vielleicht gebrauchen kann. Mal gucken. Und genau, hier könnte ich eigentlich direkt auch schon mal anfangen irgendwie. Gibt's einen guten Ort? Ja, hier eigentlich. So, gibt's hier den, kann ich den Kistenbug hier so einfach anwenden? Ne, ihr erinnert euch an den Kistenbug, der war interessant. Und ich wollte auf die Frage eingehen, Rapkin, geh auf die Frage ein. Do it. Also, erstmal das, was von der Frage direkt herkam. Handyspiele, welche ich so spiele. Da war jetzt zum Beispiel auch das Beispiel, sehr gut, sehr gut. Da war halt das Beispiel Clash of Clans,
Das ist, glaube ich, kenne mich da nicht so aus. Das ist, glaube ich, so ein Base-Aufbau, lange Wartezeiten, Strategiespiel-Dingen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und ja, also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, ich spiele eigentlich so gut wie nichts. Was heißt so gut wie? Ich spiele nichts auf dem Handy aktiv. Es gibt ab und zu mal so ein paar Spiele, die reizen mich dann für irgendwie ein paar Tage. Und dann halt immer so nebenbei, das ist ja der Vorteil an Handy-Games, man kann da halt immer so ein bisschen nebenbei dran rumdüdeln. Achso, Moment, ich wollte übrigens, also mein Plan mit dem Gebäude war, wir machen jetzt hier dieses Dingens, Moment, ich brauche gerade ein paar Materialien, um euch das zeigen zu können, was ich meine. So. Achso, ja, und ich habe hier das verrückt, ne? Das stand ja vorher da unten, das war aber sehr unpassend. Ich habe das jetzt einfach hier mal hier hingestellt. So, noch ein Bett und alles und ja, das ist gut so, würde ich behaupten. Also meine Idee mit dem Gebäude hier war, nee, ich benutze gar keinen normalen Stein, ne? Ich benutze nur die beiden. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Meine Idee war, dass wir, dass wir hier sozusagen so eine Art Eingangsbereich machen. Dann geht das noch ein bisschen weiter ab, nach links und rechts. Ich glaube, mir reicht 3 sogar schon. Ja, hier, so Clash of Clans, nö, überhaupt nicht. Und ansonsten so ein paar kleinere Titel, die ich dann halt eine Weile gespielt habe. Keine Ahnung, was war denn das zum Beispiel? Was mich richtig gefesselt hat, das war dann aber auch kostenpflichtig. Das habe ich sogar gemacht. Das ist das einzige kostenpflichtige Handy-Game, was ich jemals gespielt habe. Das war, jetzt habe ich den Namen, Game Dev Story hieß das, glaube ich. Es gibt ja für den PC Game Dev Tycoon. Das ist nochmal ein bisschen anders. Es gab halt vorher schon, dadurch entstand der Trend, glaube ich, auch erst, Game Dev Story auf dem Handy. Das war halt ähnlich, aber nicht ganz so. Ein bisschen anders, aber das Grundkonzept war gleich. Ich glaube, Game Dev Story kennt jeder. Man hat so seine eigene Spieleentwicklungsfirma und entwickelt Spiele. Und kann da so verschiedene Faktoren benutzen. Das ist sehr witzig, eigentlich. So, und jetzt muss ich hier gerade einmal schauen, wie will ich das machen? Ich glaube, so will ich das machen. Das leckt gerade ein bisschen. Und, ja, das war eigentlich so das Einzige, was ich wirklich aktiv gespielt habe. Ansonsten so kleinere Games. Ich habe halt auch Minecraft Pocket Edition. Das spiele ich aber eigentlich so gut wie nie. Ich habe es aber halt einfach, weil, ja, ich habe das irgendwie für ein paar Euronen da halt gekauft und habe mir dann so gedacht, ja, falls du mal unterwegs so richtig ge-Minecraft-hyped wirst, dann kannst du das spielen. Und, ansonsten habe ich nicht so den Bezug zu Handy-Games. Ich glaube, das ist auch eher so ein Phänomen für, also entweder die Jüngeren, die halt wirklich unterwegs das große Bedürfnis haben, die ganze Zeit zu zocken. Habe ich halt irgendwie nicht. Bin ja, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das schon mal so rübergekommen ist, ob ich das schon mal so richtig erwähnt habe. Wir hatten schon mal vor langer, langer Zeit, als wir noch am Kolosseum gebaut haben, müsst ihr euch vorstellen, wie lange das her ist. Oh Gott, das ist wirklich lange her. Wenn ich gerade mal selber drüber nachdenke, meine Güte. Da hatte ich schon mal über so meine Gaming-Anfänge geredet und dass ich an und für sich auch nicht so wirklich der Hardcore-Gamer bin. Jetzt momentan, vor allem während der Klausurvorbereitungszeit, ich habe halt so eigentlich nichts gespielt. Ich habe ein bisschen meine Aufnahmen gemacht, aber ansonsten habe ich nichts gespielt, wirklich null. Und auch generell, ich habe viele andere Hobbys, die ich intensiver betreibe. Und es klingt zwar irgendwie merkwürdig, weil ich halt Let's Player bin und da denkt man sich ja eigentlich, okay, der ist voll der Gamer. Nö, bin ich gar nicht. Mir macht das halt Spaß so mit dem Aufnehmen und so. Und dem, aber da geht es halt auch mehr darum, dass ich das Commentary mag. Also mir macht das Spaß, darüber zu reden. Und vor allem Minecraft ist halt irgendwie, ich sehe Minecraft auch, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ne? Ich sehe Minecraft nicht wirklich als Spiel an, weil ich in Minecraft nicht das Ziel habe, große Abenteuer zu erreichen oder eine gute Geschichte zu erleben. Das ist zumindest das, was für mich Spiele ausmachen. Da hat jeder auch so ein bisschen seine eigene Definition, was Spiele für ihn haben müssen.
Aber für mich, so wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich entweder eine gute Geschichte erleben, oder ich möchte Spaß mit dem Gameplay haben. So, ich glaube, das ist auch so das Simpelste, was man von dem Spiel erwarten kann. Ja. Und das ist halt bei Minecraft irgendwie nicht, weil ich halt mit diesem Kreativzeug, was ich hier betreibe, mir irgendwie halt meine eigene Welt immer erschaffe. Und ich mag das auch. Ich finde das cool. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das machen möchte. Aber ich glaube, ich lasse das einfach so und setze hier ein zwei hohes Fenster rein. Man muss ja nicht immer auf beiden Seiten. Ich mache hier einfach diesen Fenstersims sozusagen. Das sollte eigentlich auch reichen dann. Ja, ich sehe kein Problem damit, warum ich das nicht machen sollte. Okay, wir brauchen noch Holz. Und zwar dieses und dieses. Ja, insofern Handy-Games ist jetzt nicht so mein Bereich. Wie gesagt, es ist halt eher für Leute, die generell unterwegs zocken möchten. Also die eher intensiveren Zocker wahrscheinlich. Einfach so, damit sie was für unterwegs haben. Generell sind Handy-Games auch so ein bisschen verrucht, weil das meistens halt irgendwelche, ja, Free-to-Play. Wow, Rapkin, ernsthaft? Free-to-Play? Bin dafür, dass sich das einbürgert. Nein, bloß nicht, das ist furchtbar. Free-to-Play-Titel. Also halt irgendwie mit ganz viel Ingame-Kaufmöglichkeiten. Also, dass es schon eher keine Möglichkeiten mehr sind, sondern Zwang. Und das finde ich blöd, das mag ich generell nicht so. Was ist mit den FPS gerade? Ah, ich weiß es. Ahaha, er hat sich wieder hochgeschaltet auf 16. Ja, das Minecraft Let's Build ist mit 16 und deswegen hat er das wieder umgestellt. Ah, jetzt geht es auch schon deutlich flüssiger. Was für ein Unterschied das mal macht. So. Und ja, also dieser ganze Free-to-Play-Kram, das ist nicht so meins. Ich mag das nicht. Für mich macht das gerne auch mal ein Spiel kaputt, wenn das zu sehr, also wenn es halt wirklich die ganze Zeit bewerte jetzt unser Spiel im App Store und dann mach dies und oder beziehungsweise ich habe ja Android, also Google Play oder wie das heißt. Hey. ja. Deswegen, also ich benutze oder ich spiele Handyspiele eigentlich so gut wie nicht. Deswegen meinte ich auch schon, ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Gerade diese Casual-Spiele, also irgendwie so. Ja, gut, dass ich jetzt den ganzen Namen nicht weiß. Ach, dieser ganze hier. Wie heißen die denn? Die Typen, die alles verklagen, was irgendwie ihren Namen auch nur ähnlich sieht. Wie heißen sie denn? King Art oder so, ne? Also hier mit ihrem, ach, die Krüppelsager halt da. Krüppelsager, auch sehr interessant. Nee, hier, wie heißen sie denn? Candy Crush Saga und sowas. Das ist, nee. Nee, danke. Das spiele ich nicht. Da ist es ja auch so, wenn du da irgendwie eine gewisse Zeit lang deine Level nicht packst, dann heißt es, ja, ist ja jetzt schon ein bisschen kacke, dass du das hier nicht packst. Bezahl mal Geld, damit du weiterspielen kannst. Das finde ich auch scheiße. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr, finde ich. Und ja, also das ist so, sowas spiele ich eigentlich eher weniger oder halt gar nicht, besser gesagt. Ich überlege mir hier gerade übrigens lustige Designs, so weil ich es kann. So, wie habe ich das hier gemacht? Ach so, dann zack, zack. Genau. Okay, ich muss gleich nochmal schlafen gehen. Und ja, ich wollte das Thema ja erweitern auf Browser-Games, denn tatsächlich, ich spiele ein Browser-Game. Ich weiß jetzt, wobei doch, man könnte sagen, aktiv. Mehr oder minder. Ich habe immer so meine Phasen, in denen ich das spiele und dann wieder aufhöre und dann wieder neu anfangen. Und zwar O-Game. Das ist so ein ganz alter Hut. Das ist, glaube ich, von 2002 oder so ursprünglich. Und das ist halt so ein ja, Strategie, Aufbau, Bekämpfungszeug. Also halt mit online gegen andere Spieler und dann baust du dir da deine Planeten auf und mit ewig langen Wartezeiten zum Ende hin. Irgendwie teilweise, ja, dann das Gebäude braucht jetzt eine Woche. So. Aber das macht mir irgendwie Spaß, weil ich das einfach so ab und zu mal anmachen kann. Einfach mal so nebenbei. Ab und zu da mal ein bisschen meine Ressourcen rumschiffe und dann
irgendwie irgendwelche Gebäude baue. Das finde ich immer ganz lustig. Ich mag das aus irgendeinem Grund. Das ist ein bisschen... Ja, das ist ganz entspannt. Aber ich mache dann da halt auch nichts irgendwie mit Flotten gegen andere Spieler hetzen und so. Das, nee. Ich bin da mehr der angegriffen wird und dann immer sagt, ach nö, lass mich doch mal in Ruhe. Also ich spiele das auch eher für mich. Also das ist dann irgendwie auch ein bisschen Zweckverfehlung. Also ich spiele das Spiel auch nicht wirklich so, wie es gedacht ist ursprünglich. Ja, aber grundsätzlich, vor allem jetzt, wo ich kein WoW mehr spiele, weil das einfach zu viel Zeit frisst, beziehungsweise ich am Anfang noch das neue Add-on gut fand, aber mittlerweile macht das irgendwie keinen Spaß mehr, beziehungsweise ich sehe keinen wirklichen Grund darin, es weiterzuspielen. Ja, das ist jetzt aber auch wieder ein bisschen abseits. Ja, und jedenfalls, also nochmal, ich will ja auch ein bisschen eigentlich beim Thema bleiben. Man merkt schon, ich bin ein bisschen wieder raus aus dem Thema Let's Playen und so, wie so oft. Beziehungsweise ich bin auch immer sehr, sehr selbstkritisch mit mir. Ich muss vielleicht auch einfach mal ein bisschen, ja, mir selbst gegenüber ein bisschen freundlicher sein. Das machst du alles ganz toll, Rapkin. Du redest hier ganz toll über das Thema. Na, funktioniert jetzt auch nicht so gut. Ja, also, Ja, ich überlege halt gerade, was könnte man noch groß dazu sagen? Aber eigentlich bleibt mir da auch nicht mehr viel zu sagen jetzt so zum Thema Mobile Games. Es gibt halt eine Menge Mobile Games, wie gesagt, das ist nicht so meins. Es gibt ganz selten mal so einzelne Titel, die mich dann aus irgendeinem Grund kurzzeitig faszinieren, sodass ich sie dann eine Weile spiele und dann aber auch wieder nicht. Oh, ich hab kein... Oh, das ist jetzt blöd. Holzhacken! Wolltet ihr nicht auch schon immer mal sehen, wie ich live in einer Folge einfach nur Bäume fälle? Das macht Spaß, das macht Freude. Ich versuche gerade irgendwie das Thema am Leben zu erhalten, aber eigentlich habe ich auch schon alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und ne, hier, Browser Games ist ja eigentlich ein ähnliches Thema. Es gibt so ein paar Aspekte daran, wie jetzt bei O-Game zum Beispiel, die ich witzig finde. Also halt dieses langsame Aufbauen und ab und zu mal reingucken und so. Und es gibt zwar auch vergleichbare Dinge, also, wobei das ist falsch formuliert. Es gibt ähnliche Ansätze auf dem Handymarkt sozusagen im Vergleich zu diesem O-Game und ach, wie sie nicht alle heißen. Ne? Hier Clash of Clans ist ja auch ein ähnliches Beispiel. Oder halt ganz alt noch hier die Stämme und sonst was. Halt diese ganzen Spiele, wo du ewig lange Wartezeiten hast und die ganze Zeit darauf wartest, dass irgendwas passiert. Wo nicht Action ist, wo du aber halt ab und zu mal reinguckst und wo du dir langsam und stetig irgendwas aufbaust. So, das hat für mich einen gewissen Reiz. Wobei der Punkt, dass ich mir da meine eigenen Planeten und Sci-Fi und Raumschiffe und so baue, das macht es nochmal cooler. Ich glaube, wenn das mittelalterlich wäre, würde ich das auch nicht so spielen. Genau. Und ich muss hier nebenbei halt auch immer noch überlegen, wie ich das bauen möchte. Das macht es nicht einfacher. Hier kommen übrigens keine Fenster rein. Wollte ich mal ganz kurz anmerken. Und zwar, weil ich in dieser Stadt die Häuser alle relativ dicht aneinander setzen möchte. Und das erfordert, dass die Seiten aneinander liegen und dementsprechend sind da keine Fenster. Und nach hinten hin auch nicht. Und ich glaube, das reicht mir auch schon an Gebäudefläche. Es gibt ja noch einen zweiten Stock und ich möchte auch hier, nein, seht ihr dann. Ja, aber zu dem Thema, mehr kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Nochmal danke an Lasse, dass er hier das Thema eingebracht hat, aber ich fühle mich ein bisschen unqualifiziert, um darüber zu reden, weil es halt nicht mein Bereich ist. Ne? Also irgendwie fesselt mich das nicht. Ihr könnt ja selber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so zu seht. Vielleicht habt ihr tatsächlich auch...
Empfehlungen, was ich mal spielen könnte sonst, was mich vielleicht da näher bringt oder so. Ich bin aber ein bisschen pessimistisch. Glaub nicht, dass das wirklich klappt. Ach so, genau, ich hatte doch noch was angefangen. Und zwar, das ist auch zu dieser ursprünglichen Browser-Game-Idee, dass es da ja auch mobile Ableger zu gibt. Das Problem da ist halt wirklich dieses mit den Ingame-Kaufmöglichkeiten, dass ich das wirklich in Grenzen halten muss, sonst reißt mich das immer aus dem Spiel halt raus. Und das ist blöd, das soll so nicht. Ja. Ich muss gerade mal schauen. Man kommt jetzt hier so rein. Und dann ist hier vielleicht der Tresen. Und hier ist... Ja, das passt. Ich will die Gebäude auch nicht zu groß bauen, weil, ja, im Endeffekt muss ich den ganzen Raum füllen in der, innen. Und, ja. Also das hier wird... Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch gemerkt habt, aber ich glaube schon. Das hier wird so eine Art Taverne, also so ein, ja, so eine Kneipe halt. Für irgendwelche, also das hier wird ja auch eine Hafenstadt, witzig, wir bauen die Hafenstadt im Let's Build und ich baue hier noch eine, aber die hier wird nochmal anders. Das hier ist jetzt sozusagen unsere 1.8 Base und das wird halt eine Stadt, die einen Hafen hat. Es wird nicht so wie die Hafenstadt, die wir im Let's Build bauen. Oh, die Folge ist auch schon zu Ende. Ich, Witzbold, das werde ich wohl niemals lernen, diese blöden Zeiten mal ordentlich einzuhalten. Ja, lassen wir das jetzt erstmal so, wie es hier ist. Und würde sagen, da haben wir doch ein bisschen was geschafft. Das finde ich doch gut. Und wie gesagt, ja, Mobile Games, nicht so wirklich mein Bereich und die Ableger, die es da gibt, die machen es meistens aus meiner Perspektive falsch. Die fesseln mich dann nicht. Da habe ich keinen Spaß, länger zu bleiben. Und ja, ansonsten, genau, hoffe ich, es hat euch gefallen, so generell hier so. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen oder Themen habt, ähnlich wie jetzt oder anders, wer weiß, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal zu Minecraft. Bis dann.